Oben ist die Action los. Ich hatte ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass es an der Internetverbindung liegt, sondern eher an meiner Hardware, dass es abgebrochen ist. Aber dafür sind jetzt auch neue Eichhörnchen da. Das ist doch auch in Ordnung. Die spielen aber gerade da oben am Baum, das kann man nicht sehen. Die Frage ist, ob ich mir erstmal... Das ist eine Elster übrigens, eine fette Elster, alter Schwede. Ob ich mir erstmal ein paar Meisen ranhole. Ist ein Eichhörnchen. Die kann man, glaube ich, das werdet ihr nicht sehen können. Meisen ran und Party halt. Ist echt so. Ich glaube, die beiden Eichhörnchen haben gerade so Zwinky-Zwonky-Tarnversuche. Da ist vielleicht die Nuss ein bisschen zweitrangig. Aber ich bin geduldig. Super fette Krähe, klaut sich das gute Wasser von den Eichhörnchen. Egal, geht auch Durst. Da hinten, komm her. Johnny, komm her. Hier. Ah, der wird geputzt. Kann ich das sehen? Nee, ganz klein nur, ne? Okay, die Vögel kommen zurück. Der ist riesig, den muss ich euch zeigen. Alter Schwede. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Wenn Hunde kommen, sind halt die Tierchen alle weg, logischerweise. Das mögen sie gar nicht. Aber wir spinnen schon was. Komm her. Nüsse?
müssen sich erst wieder daran gewöhnen. Erstens, dass ich da bin. Zweitens, dass keine Hunde mehr da sind. Es kann auch sein, dass gleich wieder ein Hund vorbeikommt. Dann ist wieder alles vorbei. Ein bisschen Geduld mitbringen. Aber pass auf, wen ich hier euch mitgebracht habe. Komm her. Komm her. Hier, da. Nein, nicht den Finger, da. Die Nüsse. Genauso. Oben ist jemand, der kommt jetzt runter. Da unten ist auch jemand. Komm her. Hier? Ja? Oh, jetzt ist mir die Nuss runtergefallen, das geht so nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Scheiße. Elster? Da hinten. Ja, sind schon so Einzelgänger-Gangs. So beides. Willst du? Ich habe noch ein Schwert im Bein, ich muss ab und zu mal aufstehen. Das hilft nichts. Komm her. Komm her. Geh doch um aufstehen. So. Hier, komm her. Du bist doch ganz klein. Du bist doch viel kleiner. Das geht auch. So. Wer hat gewonnen? Er hat gewonnen, glaube ich. Oder sie, weiß ich nicht. Hier, hoch.
Hey, komm hoch. Wenn du dich selber bedienst, kriegst du nie wieder was. So ist es. Hier. Komm her. Taubi. Taubi, was geht ab? Oh, Mücken. Stechmücken. Stechmücken auf meinem Arm. Ist nicht so geil. Alter, Rabinski. Wo ist die Taube? Ich mag die Taube tatsächlich. Es läuft einfach, das ist immer so eine random Taube, die immer so rumläuft. Ich freue mich, dass sie noch da ist. Wahrscheinlich nicht mehr da. Ich weiß jetzt nicht, wo die Meisen sind. Ehrlich gesagt. Ja, die Eichhörnchen haben auf jeden Fall Rangordnung. Hier vorne. Guck zu mir. Oh, jetzt ist. Warte. Oh, warte. Komm her. Habt ihr das gesehen? Hier. Könnt ihr das bitte klippen? Könnt ihr das bitte klippen? Was geht ab? Geil, danke. Ey, hier sollst du hin. Hier. Hier, Alter. Wie geil es da auf der Tasche hockt, ne? Mega geiler Spagat-Move. Was ist das denn bitte? Ja, Action. Es geht. Okay, probier's nochmal. Ich mach's mal. Hier, ist hier hin. Hier, pass auf, hier so. Hier, komm her. Nee, nee, hier, Alter. Hier ist was. Du bist hier. Du bist ja richtig krass drauf. Hier musst du hin. Ja, hier hoch. Komm hoch. Alter. Das ist richtig wahnsinnig. Das ist richtig wahnsinnig. Hier. Ja, das ist ein guter Pirat, oder? Eichhörnchen-Pirat kannst du nichts sagen. Kannst du wirklich nichts sagen. Die Armee ist bald ready, Leute.
Nee, ich hab doch gesagt, du sollst nicht in die Tüte gehen. Was ist das denn für eine Frechheit? Jetzt mal ganz ehrlich. Was ist das für eine Frechheit? Du musst hier hochkommen. Du sollst doch nicht jetzt an die Tüte. Hier hoch jetzt. Wie die anderen Johnnies auch. Jetzt komm hier schön hoch. Schön, ja genau. Haben wir jetzt beigebracht. Next Level Superfreunde. Haben wir uns jetzt beigebracht, Mensch. So. Kamerascheu, ne? Ist so. Guter Pirat, oder? Machen wir hier ein schönes Foto. Das ist doch ein geiles Foto wert, oder nicht? Kann man ein Foto machen? Schönes Foto jetzt? Ja, bitte klipp das. Ich hole mal neue Nüsse. Ja? Ich habe noch ein paar Nüsse dabei. Machen wir es weiter, ne? Neuer Trick, Freunde. Wir haben einen neuen Trick gelernt. Der heißt, wir essen Krogi von der Schulter was weg. Du musst hier hinten drauf gehen. Nicht an die Tasche. Nicht an die Tasche, Mann. Mann, ich hab doch gerade gesagt, du sollst nicht an die Tasche gehen, Mann. Hier sind die Nüsse. Das ist gar nicht so schwer. Nicht an die Tasche. Ihr riecht das alle, ne? Aber hier. Da. Da, guck an. Mhm. Ich versuch mal direkt. Pass auf. Okay, andere Kamera wieder. Das haben wir genug. Das haben wir trainiert, Freunde. Ich muss wieder aufstehen. Ich habe da noch dieses Schwert im Bein. Wie geht's im Buckel? Im Buckel geht's gut. Den habe ich gar nicht mehr. Ist nur ein Schwert im Bein. Aber es wird auch besser. Ich muss mich nur ab und zu mal hinstellen. Aber ist ja kein Problem. Hinstellen, hinsetzen. Wie es die alten Männer so machen. Wisst ihr? So. Echt schöner Streamer morgen. Ja, finde ich auch. Guck mal, alle sind glücklich. Guck mal hier. Guck mal, wie glücklich die jetzt alle sind. Du sollst nicht an die Tasche gehen. Hier. Hier sollst du hinkommen. Nee. Nee, Alter. Hier oben. An der Schulter. Das haben wir gerade trainiert. Nicht in den Rucksack. Nicht in den Rucksack rein. Du sollst nicht in den Rucksack. Alter. Nicht in den Rucksack rein. Hier. Hast du eine Nuss gekriegt oder was? Im Rucksack drinne. Freches kleines Fieslingteil. Ey, jetzt krümmelst du meinen Rucksack voll. Was ist das denn? Zahl mal die Reinigung, Alter. Haben wir verlernt, ne? Den Trick kennen wir nicht mehr. Gerade noch einen Trick gehabt, aber können wir nicht mehr. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Egal, kümmern wir uns um den Johnny hier vorne.
find's halt schon asozial von dir, dass du meinen Rucksack voll krümelst. Ich weiß, ich war lange nicht mehr da, aber ich find's schon richtig asozial. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Kann sein, dass es eine Schelle gibt, wenn du es nochmal machst. Aber überall sind Mücken, ey, scheiße. Ich brauche auch Fell. 1 Milliarde Mücken. Mann, ey, der ganze Rucksack ist voll. Ne, du gehst ja nicht nochmal rein. Ne, wirklich nicht. Ist alles voll mit Dreck jetzt. Du kommst jetzt hier noch meine Schulter. Die Schulter haben wir doch jetzt gelernt. Jetzt komm auf die Schulter. Wir gehen jetzt auf die Schulter. Hier ist alles voll. Du sollst jetzt hier, guck mal, hier sind die Nüsse. So, da sind die Nüsse. Jetzt kommst du hier schön hoch. Komm mal her. So, komm mal hier ran. So. Zu viel Krümelung. Was war das? Jurassic Park? Wir kommen dazu, Eiche ein bisschen zu dressieren. Weiß nicht. Ich sehe müde aus. Ja klar sehe ich müde aus. Ich war noch mitten in der Nacht. Jetzt kommst du mal her. Das haben wir doch gerade trainiert. Komm, das haben wir gerade trainiert. Komm mal her. Hier. Hoch. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal machen. Eben haben sie es gerafft, jetzt wird es ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich glaube, die haben es vergessen, dass wir das beigebracht haben. Ich glaube wirklich, die haben es vercheckt. Wir haben es doch jetzt gelernt, jetzt komm auch. Da sind sie alle. Ja, hier sind sie alle. Hier sind sie alle, komm her. Ja, hier sind sie alle. Da sind sie alle. Du sollst aber auf die Schulter kommen. Fürs Piratenbild. Mann, ey. Schaffst du es wenigstens? Kommst du da wenigstens hin? Guck mal, hier, da sind sie. Hier, da. Da sind sie. Hier hinten. Guck mal her. Da sind sie. Du musst nur hier lang kommen. Okay, diese Dressur machen wir nicht weiter. Immer einen Rucksack, ey, das haben sie gerafft. Das haben sie verstanden. Hier oben. Hier oben, Johnny. Hier oben ist es. Da spielt die Musik. Genau da. Da ist es. Naja, okay, mittlerweile habe ich auch den ganzen Stamm der Eichhörnchen beschworen, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Sind ein paar da. Ne, die sind nicht satt. Glaube ich nicht. Das ist ein Eichhörnchen. Schon mal ein sattes Eichhörnchen gesehen? Auf keinen Fall sind die satt. Aber die müssen halt viel lernen, ne? Die Armee soll ja auch bald ready sein. Turi, bist du noch da? Ich habe eben Turi gelesen.
Hallo Turi. Ich wurde gerade am Arsch attackiert. Übrigens, die Rhododendren riechen sehr gut. Nur für euch zur Vorstellung. Es riecht sehr blumig hier. Wirklich richtig blumig. Und wenig Mücken. Sind Mücken da, aber wenig. Piratenfreunde. Piratenfreunde, Leute. Okay, da freue ich mich schon ein bisschen. Turi wird nämlich gerade mit Enten befreundet. Und ich hoffe, es läuft gut bei dir, Turi. Ja, ey, Venturi, wenn du mit den Enten so gut befreundet bist, vielleicht können wir dann die Enten und die Eichhörnchen kreuzen. Zumindest einen gemeinsamen Club aufmachen. Alter, was ist los mit dir? Was ist los denn mit dir? Was ist mit dir denn los? Ja, was ist denn mit dir los? Du bist ja völlig drauf. Du bist ja völlig wild, ey. Du bist ja völlig wild drauf. Was ist denn mit dir kaputt? Du bist ja völlig wild, ey. Alter Schwede. Wilder Johnny. Dauert noch ein bisschen. Ja. Aber du machst das schon. Wir hatten dann zwei verfandete Banden und die machen einen Full of West Side Story. Du bist richtig drauf, ey. Du bist ein richtiger Racker. Ja, guckst du schön rein. Ricky. Wird geradet. Ich grüße euch. Ich kann nicht sehen, aber ich freue mich über Raider. Caro muss das machen. Caro, du musst Leute begrüßen. Du bist wild. Du bist ein wilder Johnny. Ein richtig wilder Johnny bist du. Okay, hier ist irgendwie Aggressivität im Raum. Warum? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich werde umzingelt. Achtung. 4 Eichhörnchen. Eichhörnchenangriff. 5 Eichhörnchenangriff. 6 Eichhörnchen kommen jetzt. Ich habe noch ein kleines bisschen hier drin. Ganz kleines bisschen nur. Ganz kleines bisschen. Guck mal. Das ist mehr. Nee, nicht an die Finger. Das ist doch eine Sauerei. Nicht an die Finger beißen. Ohne Scheiß, ey. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, ich weiß. Ich kann ja gleich an den Rucksack gehen. Ich kann ja mal an den Rucksack gehen.
Ihr nehmt das erstmal weg. Nimm den Kleinen da erstmal raus. Ja, besser als nichts. So. Jetzt gehe ich an den Rucksack. Mann, ey, alles vollgekrümelt. Ja, echt. Alles schon mal abdüsen. Richtig sauer. Oh, jetzt können wir wieder. War schon scheiße, ne? Alles vollgekrümelt war schon scheiße von dir. Muss ich echt sagen. Pixel-Demon hat geratet, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Schönen guten Tag. Ne, die machen überhaupt nicht sauber, Caro. Das ist völliger Quatsch. Die machen gar nichts sauber. Rhododendron blüht mega, Turi. Tschüss. Blüht richtig schön. Extra für Turi hier. Mal richtig ran an die Pollen. Es riecht sehr gut. Es riecht sehr blumig. Stell dir einen schönen blumigen Geruch vor. Und dann multiplizierst du das mal 3. Richtig blumig. Ein bisschen Durst, ne? Ein bisschen trinken erstmal. So, jetzt bin ich mal wieder ein bisschen ruhiger, Leute. Zoom schön ran an die Pollen. Ja. Mann, ey, ich werde gleich so viele, nur für euch, ne? Habe ich ganz viele Mückenstiche gleich. Ich hoffe, das wisst ihr. Sehr viele Mückenstiche. Wie das Eichhörnchen blondierte Spitzen hat, ist auch richtig gut. Aber es stimmt. Es stimmt wirklich. Das blondierte Spitzen, ne? Das blondierte Spitzen, Johnny. Wobei, bist du nicht Fonda? Das ist Fonda, glaube ich. Und das ist doch Mercedes. Siehst du, Fonda wollte das nicht. Jane Fonda, so sieht's aus. Nicht zu verwechseln mit Johnny Fondant. Die Jane Fonda. Boah, Mückenalarm, ey. Mückenalarm auf Mallorca.
Alter, fette Krähe. Da hinten, Krähenalarm. Torben von Dü. Habt ihr noch Bock, Leute? Ich bin geneigt, wegzugehen. Es sei denn, ihr sagt, ich soll noch bleiben. Bis zur letzten Nuss. Seht ihr, jetzt habt ihr es genau gesehen. Jane Fonda ist einfach eine Diva. Jane Fonda hat aber immer die Oberhand. So ein Classic. Oh, Mücke. So ein klassischer Jane Fonda-Move. Ach, Erik, du bist's. Grüß dich. Ich liebe das Buddeln. Das Allerbeste. Wenn sie buddeln, ist das das Allerbeste. Ja, du bist aber Gierfratz, du. Mach dir Giertorben. Ist Meryl Streep auch da oder Elizabeth Taylor? Ja. Auf jeden Fall. Pass auf. Wer ist noch Jane? Die Jane von der. Sind alle da. Klapp. Was ist das? Hummel? Hummel, Wespe, Biene? Was ist das? Dreck. Es ist richtig Action hier im Sommer. Ich war schon lange nicht mehr hier. Es ist richtig Party angesagt. Richtig Action. Kennen die Eichhörnchen nicht schon länger? Ja, die kennen mich schon, ja. Hier, da kommt sie, Elizabeth. Elizabeth Taylor. Guck mal, wie sie hier. Die Alte. Die Alte ist richtig aggro. Ich denke schon, dass ich hier Anführer bin, um echt zu sein. Ich habe halt die meisten Nüsse, also was sollen sie machen? Bisschen anderes Eichhörnchen kommen mit mehr Nüssen. Du hast doch eben erst alles dreckig gemacht. Du hast alles dreckig gemacht im Rucksack. Alles. Du hast alles dreckig gemacht. Ohne Scheiß. Kriegst nichts mehr. Elizabeth Taylor hat auf jeden Fall ein Glitzerkleid und eine schöne Frisur. Und alle wissen das auch. Hier ist noch ein bisschen Restnuss.
Ein kleines bisschen Restnuss ist da noch. Oh Mann, ihr wollt alle noch mehr. Ey, ihr seid die gierigsten Tiere aller Zeiten. Aber ich habe ja noch was. Na, guck mal, nicht mehr viel. Ein bisschen noch. Ein kleines bisschen noch. Hol den Mini-Staubsauger. Ist auch richtig gut. Nee, saugen macht Erich. Erich saugt. Shoutout an Gronkh an dieser Stelle. Was ist denn los? Was ist denn los mit dir? Wir sind doch Piratenfreunde. Wir fahren doch bald auf große Tour. Was war das denn für ein cooler Move? Alter Schwede, das wäre ein richtig geiler Move. Kannst du das noch mal? Geiler Move, Alter. Das ist mal voller Einsatz. Das ist mal komplett voller Einsatz. Jetzt sind alle weg. Ein Hund, alle sind weg. Ich verspreche es euch, das war's. Wenn der hier langläuft gleich, sind alle weg. Es dauert eine halbe Stunde, bis wir wiederkommen. Warten wir mal ab. Bei uns bleiben ja noch immer die Meisen. Jetzt haben wir auch Glück und der Hund läuft weiter. Pieksen die Krallen von denen eigentlich? Ja klar. Die kommen ja auch im Baum hoch. Und der geht aber hier lang, glaube ich, der Hund. Mal gucken. Hoffentlich kommen keine Rotkehlchen. Ja, die Rotkehlchenarmee ist gemein. Aber die haben halt auch schöne Kleider an. Und Elizabeth Taylor mag das nicht. Sie möchte die Schönste sein. Deswegen gibt es halt immer einen großen Streit. Das wissen alle. Komm her, kleine Meisenfrau. Komm her. Was ist das denn bitte? Hast du alles wegge... Was soll das denn? Die gute Laune, Rosine, wie geil. Turi, das ist ja wundervoll. Vom Kika Teletext. Was ist das für eine Bitchmeise gewesen? Jetzt mal ehrlich. Du bist voll die Ekelmeise, ey. Nimmst nix mit. Na gut. Streichel dich ein bisschen, ne? Streichel dich ein bisschen. Du bist süß. Guck mal, wie schön das Fell ist. Richtig schönes Fell.
Zecke mache ich jetzt nicht weg, da muss ich selber durch. Kannst nichts machen. Ja, das ist zu viel Angriff. Das ist zu viel Angriff. Ja, da haben die auch Zecken. Ja, was willst du machen? Was habt ihr denn gedacht? Die Tiere, muss gleich auch mal duschen jetzt. Hier, komm, nimm noch letzten drei jetzt aus der Hand, komm. Endspurt. Würde mein Körper direkt anzünden, wenn ich jemals einen Zeckaffen sage. Ach, Tori. Man kann die schon entfernen, so ist nicht. Also, du musst nicht sofort sterben. Aber ich mag die Vorstellung tatsächlich. Wir kümmern uns mal ganz kurz um die Meisen. Hummel. Schöne Hummel war da. Habt ihr die gesehen? Nee, ne? Ganz schöne Hummel. Was geht, Alter? Wirklich? Wirklich, was macht er denn da? Was geht ab? Okay, jetzt habe ich Zecken im Rucksack auf jeden Fall. Ich werde gelootet. Ey, mach nicht meinen Reißverschluss kaputt. Was soll das denn? Du bist ja richtig aggressiv. Was geht? Hier riecht richtig blumig wieder. Bei der Krähe habe ich irgendwie Angst, dass sie mir den Finger abhaut, der rumläuft beim Füttern. Aber man muss auch mal was riskieren. Oder? Man muss auch mal was riskieren, ey. Ihr habt 1 Milliarde Kilo Nüsse gekriegt und es reicht dir immer noch nicht. Das ist richtig geil. Reißverschluss macht mich so wütend. Ja, wirklich. Hat er eine gekriegt? Wirklich? Reißverschluss macht mich so scheiße wütend.
coole Vögel, finde ich gerade. Die Taube ist richtig chillig hier. Das ist eine richtig alteingesessene Taube, die ist chillig. Der Taube ist das kackegal, was hier abgeht. Dahin läuft sie wieder, der ist das wirklich scheißegal. Der Reißer, das macht mich wütend. Ich bin so sauer. Ich bin so sauer auf die Menschen. Warum haben die Rucksäcke? Ich hasse sie. Aber ich trainiere. Eigentlich ist es ja Bootcamp für die Armee. Der Rucksack ist Bootcamp für die Armee. Hey, du. Ey. Was machst du da komplett drin jetzt? Oh, eine Nuss gekriegt, oder was? Nur krass. Nur krass. Ich hol dir auch noch eine ab. Ich wollte eigentlich den Meisen noch was geben. Sag ich dir ganz ehrlich. Elizabeth, sag ich dir ganz ehrlich. Ich wollte den Meisen was geben, Elizabeth. Und du, reg dich mal nicht so auf. Reg dich jetzt nicht so auf. Du das. Elizabeth. Guck mal, jetzt haben wir eine Diskussion. Hier sind sie alle. Alle versammelt. Oh, da wird schon geschaukelt. Da weiß man, da ist was in der Tasche drin. Da weiß man. Man weiß es doch. Aber ich höre Vögel. Wo sind sie? Ich habe sie gehört. Vögelchen. Also schauen, ich noch was zu kriegen. Was bist du denn für ein Vogel? Hä, du bist ja aber schön. Das ist aber doch keine Meise. Das ist keine Meise. Was ist das, Leute? Das ist keine Meise. Das ist keine normale Meise. Ich kenne Blaumeisen und Kohlmeisen. Das ist keine normale Meise. Kleiber, danke schön. Danke. Schöner Kleiber. Und da ist eine Taube. Den ganzen Ende waschen wegen Vogelgrippe. Ja, auf jeden Fall. Keine Sorge. So geil wie das hier ist, klar. Man stirbt halt auch instant. Selbst in Deutschland. Seid ihr noch entertained, Chat? Gut. Warum denn immer den Rucksack, den Reißverschluss, Alter? Du musst da einfach nur reingehen. Wie viel IQ hast du? Du bist richtig dumm. Du bist ein richtig dummes Tier. Wirklich. Mann, ey. Ja, dann nimmst du aus der Tasche, dann nimmst du jetzt hier, komm. Das ist ja doch ganz schlau. 30 IQ. Schon nicht viel für so ein Eichhörnchen. Junge, da hängst du krank zu Hause rum. Viel Good Stream bei Krogmann. Ja, natürlich. Mann, ey, wie viele Mücken sollen denn noch kommen? Ohne Scheiß, ey. Wie viele Mücken willst du noch? Wie viele Mücken kommen hier noch? Du wohnst doch hier, sag mal. Nicht so viele. Oh, ne Nuss gefunden, ne? Komm her, Meise, jetzt für dich. Du hast noch nichts gehabt heute. Oh, die will nicht. Die hat Angst. Die Meise hat Angst. Die ist jetzt... Ne, das war der Kleiber. Das war der Kleiber. Der hat mich ganz vercheckt. Am besten ist wirklich die Taube, die einfach hier im Kreis läuft. Die einfach denkt, sie wäre eingesperrt, obwohl sie in der Natur ist. Das gefällt mir am besten.
Ein ganz kleines. Ganz kleines. Ganz klein. Ganz klein bist du. Ja. Katy Perry. Kleine Katy ist hier. Kleine Katy Perry. Hund, Hund an Leine, könnte alles vorbei sein. Es könnte alles vorbei sein. Ne? Und alle weg, oder? Ah, da bist du. Der wilde Johnny. Wollte man einen richtig aggressiven Hund sehen? Einen richtig aggressiven Hund da hinten. So ein da müssen alle Eichhörnchen weg. Das war der aggressivste Hund, den es gibt. Richtig gut. Dass er keinen Maulkorb trug, ist eigentlich schon frech. Noch ein Nutria und ein Waschbär wären toll. Da muss ich aber jetzt, dann muss ich hier weiter. Das geht ja nicht. Also hinten hängen sie rum. Die haben wirklich richtig Panik vor Hunden. Gut, die wissen vielleicht auch nicht im Vorfeld, welcher Hund richtig aggro ist und welcher nicht. Verstehe ich auch irgendwie. Aber es dauert nicht lange und dann kommen sie auch zurück. Ich wünschte, es würde Opossums in Deutschland geben. Ja, verstehe ich. Letzte Nuss hast du gekriegt. Das ist wirklich die allerletzte. Ich habe keine Nüsse mehr dabei. Vielleicht im Rucksack, aber da gucke ich jetzt nicht nach. Keinen Bock mehr zu gucken. Echt nicht. Eine Stunde mit euch hier abgehangen. 40 Mückenstiche bekommen. Das reicht jetzt. Das reicht wirklich. Ihr wart an meiner Tasche. Wir haben neue Piratenfotos gemacht. Ich wohne auf dem Dorf und habe noch nie so eine Eichhörnchen gesehen. Das ist auch geil. Ich bin auch ein Dorfjunge, jetzt mal ehrlich. Ich muss Quaken drücken, ganz kleines Örtchen. Mann, ich will nicht mehr. Ich habe nichts mehr dabei, Johnny. Johnny, jetzt hau ab, Alter. Mach ein Verpissimus Prime. Mann, ey. Nächstes Mal wieder. Aber Turi, du hast schon recht, ein kleines Rhododendron-Hütchen, das wäre eigentlich noch ganz schön. Ich suche mal was, vielleicht kriege ich das hin. Ich habe vom Boden so eine Blüte, eine schöne Bodenblüte. Kleines Rhododendron-Hütchen auf, guck, so eins. Und dann kommst du mal her, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, ja, komm mal her. Turi möchte das gern sehen. Turi möchte das sehen. Nein, sollst du auf den Kopf setzen, Mann. Sollst du auf den Kopf. Soll auf den Kopf mit dem Ding. Jetzt mal auf den Kopf. Nein, das, Mann, Alter. Ich... Pass auf. Das war auf dem Kopf.
Ich mach's mal mit anderer Kamera, ein paar Sekunden. So, komm her. Das hier so auf dem Kopf. Tui hat das gesagt. Auf dem Kopf soll das. Auf dem Kopf? Mann ey, das soll immer nur auf dem Kopf. Dann kannst du auf dem Arsch. Oh, jetzt habe ich damit auch alles dreckig gemacht. Scheiße, ist da auch noch so eine Blüte drin. Ja gut, dann pass auf, dann kriegst du noch eine nur fürs Foto für Turi, damit sie sich freut. Pass auf, hier eine Nuss, nimm mal eine Nuss. Hier, nimm die mal. Nimm mal die Nuss, so. Nicht weglaufen jetzt. Oh, weggelaufen. Ja, das hat überhaupt nicht geklappt. Ja, komm her, Hütchen aufsetzen. Komm, Hut auf. Hut auf jetzt. Setz mal deinen Hut auf, Alter. Mann, der Hut soll aufgesetzt werden. Das ist doch nicht so schwer. Guck mal, einfach nur den Hut aufsetzen, ganz kurz nur. Einfach nur fürs Foto. Meine Zeit, ey. Stell mir nicht so an. Hütchen auf. Jetzt mal setz den Hütchen, das Hütchen auf. Zur Not muss die Taube das Hütchen aufsetzen. Ha, kurz. Habt ihr das gesehen? Kurz. Ganz kurz. Vielleicht kann man das ein Still machen. Warum sind sie so zutraulich? Die haben alle Tollwut. Einfach nur, um diesen Stream ein bisschen gefährlicher zu machen. Nee, denen geht's richtig gut. Die sind einfach hier an Menschen gewöhnt, das ist alles. Weil die toll sind. Aber wütend sind sie wirklich. Wütend sind sie wirklich. Da kann man nichts sagen. Also wenn ich mir die Tasche anschaue. Eichhörnchen können keine Tollwut haben, übertragen. Mann, absolut enttäuschend. Ich will euch nichts mehr geben. Sie sind neidisch auf Krogis Schlagzeug. Nee, das brauchen sie nicht sein. Ich hab ja momentan nichts. Brauchen nicht neidisch sein. Aber das ist meine nächste Station. Ich werde gleich den Stream beenden und dann mache ich gleich nochmal ein Update. Hast du das gesehen? Der lenkt mich ab, damit der da was da Scheiß machen kann. So läuft's bei euch. So läuft's bei euch. Kleine Elizabeth wieder, ey. Ich hab doch schon mit Jane gesprochen, dass wir das nicht so machen. Das handhaben wir anders. Richtig Wahnsinn. Einer lenkt ab, die andere plündert. So ist es. So ist es aber auch wirklich. Nee, ich will einfach nicht. Nee, ey. Oh, guck mal, das ist eine Hummel. Das ist schön. Guck mal, die ist richtig sweet. Aus dem Bild gehummelt. Nee, doch nicht. Ja. Ja, welche Tiere haben wir noch?
Weißer Po, Gartenhummel. Turi ist informiert. Das finde ich gut. Stellt mal die Mücken vor. Okay, das wird tatsächlich Next Level. Mückendressur wäre, glaube ich, richtig geil. Ich meine, wie nice wäre das bitte? Hat das schon mal jemand probiert? Mücken zu dressieren? Mann, ich hab dir nichts. Ich bin dir nicht schuldig. Ich bin dir nicht schuldig. Ich bin dir gar nichts schuldig, ey. Wirklich gar nichts. Ich bin dir gar nichts schuldig. Wir haben doch gesagt, dass du dir das Hütchen aufsetzt und dann ist auch okay. Ne, ey, komm. Ma, ich hab. Ihr sollt jetzt Hütchen tragen und dann ist es gut. So, ich muss erstmal wieder neue Nüsse kaufen. Ah, ihr habt alle Nüsse weggefuttert. Das sind immer die teuren Nüsse, die ich euch kaufe. Ich habe ihn wütend gemacht. Das ist aggressiv. alle Wut beim Reißverschluss auslassen. Aber wieder was gekriegt. Ich weiß nicht wie, aber... Es riecht so blumig. Eine kleine Maus. Da ist eine kleine Maus. Seht ihr sie? Da ist eine kleine Maus. Guck mal, alle Tiere kommen. Eine kleine Maus. Das ist ja geil. Guck mal, wie klein. Eine kleine Feldmaus. Und du haust ab. Ohne Scheiß. Nochmal sowas. Gibt's nie wieder was. Die Feldmäuse sind auch da. Das finde ich ja richtig nice. Guck jetzt, was singen würde. Killing in the name of. Cheep, cheep. Cheep, cheep. Wie macht die Bordsteinschwalbe? Cheep, cheep. Die Maus ist ja richtig putzig. Ich freue mich am meisten über die kleine Maus, muss ich sagen. Gleich wird sie wieder aggro. Ich glaube, ich lade das Video nochmal bei YouTube hoch. Genau dieses hier. 1:10 kann man mal machen. 1:10 echte Eichhörnchengefühle. Einfach sich einfach mal einlassen. Das muss mega anstrengend sein. Wirklich, immer den Rucksack verprügeln, dann geht's weiter. Die kleine Feldmaus ist das Süßeste. Ich weiß nicht, ob ihr sie richtig sehen könnt, aber sie ist die ganze Zeit da und ist auch super gechillt. Was ist bitte heute für ein chilliger Tag? Alle Tiere sind heute entspannt. Alle. Wieso sind denn alle Tiere heute entspannt? Was ist das für ein Tag? Letzte Woche Explosion, diese Woche alle Tiere sind entspannt.
Okay, letzte Aktion. Letzte Aktion hier am Rucksack. Und dann mache ich hier Ende. Aber ich bin dann später nochmal live von der, vom Haus, weil wir mal gucken, also von dem Lager, was da abgeht. Es wurde sich nämlich schon beschwert, dass ich keine Updates mehr geben würde. Das stimmt halt nicht, nur nichts passiert. Und das wird gleich genauso sein. Ich fahre dahin, da gibt es keine Updates. Also ich werde ein Update geben, dass nichts passiert ist. Aber das mache ich. Piepsgeräusche. Tschüss, Turi. Ja, komm, wir machen auch Schluss. Wir sehen uns gleich wieder. Ich pack jetzt ein und fahre hier ein bisschen durch die, mit dem Monmobil durch die Gegend. Wobei, die Aktion nehmen wir noch mit. So, auch für YouTube, wenn es euch gefällt. Ne? Wisst Bescheid. Ihr Lieben, bis gleich. Tschüss.